gesagt. Welche Lehre ziehe ich daraus? Dass ich das überlebt habe, ist schon eine tolle Sache. Dass ich es unbeschadet überlebt habe, sieht jedenfalls so aus. Das ist für mich, das grenzt geradezu an ein Wunder. Ich hatte einen dermaßen harten Aufprall mit dem Kopf. Es war knallhart. Das hat sich ganz, ganz schlecht angefühlt. Tja, was soll ich sagen? Ich habe im Prinzip mein Leben wiederbekommen. Ich habe es neu bekommen. Und was macht man in solchen Situationen? Klar, man kann sich entweder überlegen, was hat die Vorhersehung mit mir gemacht? War es wichtig, dass ich mich jetzt noch nicht wegschmeiße? Aber ihr wisst ja, ich bin Buddhist, ich glaube nicht an sowas. Ich glaube an Karma, beziehungsweise auch nicht an Karma, aber ich glaube einfach, dass die Art, auf die Dinge zu schauen, so wie mit dem Karma genau die richtige ist. Nämlich, es ist einfach passiert, es kommt aus der Vergangenheit, man kann es nicht ändern. Es lohnt sich überhaupt nicht, darüber nachzudenken. Aber, es ist der richtige Moment, um seine Prioritäten im Leben neu zu setzen. Um darüber nachzudenken, was will ich, was bringt es, was soll es werden, wo will ich hin. Und das werde ich jetzt machen. So gesehen habe ich nämlich doch nochmal irgendwie mein Leben neu geschenkt bekommen. Meine Geburt war am 29. Mai 2019. Will ich jetzt nochmal alles anders machen? Kann man so in so einem Video mal nicht mal so eben beantworten. Aber ich werde einiges neu machen. Ich fange nochmal neu an. In bestimmten Bereichen jedenfalls. Und eine der wichtigen Sachen, die ich jetzt machen werde, ich werde die Handbremse lösen. Ich bin in den letzten Jahren im Prinzip hier mit Handbremse gefahren. Man braucht viele Jahre, um sich mit dem Buddhismus anzufreunden, ihn zu integrieren ins Leben und dann wieder neu anzusetzen. Gerade letztens hat mir eine erfahrene Dame erzählt, 12 Jahre. Wenn ich auf diesen Zeitraum blicke, ich habe im Jahr 2007 angefangen mit dem Buddhismus. Das sind jetzt 12 Jahre. Ich denke mal, es ist der richtige Zeitpunkt gekommen für mich. Diese Stelle hat mir gezeigt, ich kann nochmal neu anfangen. Heute bin ich mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern zu Fuß. Aber demnächst wieder bin ich unterwegs. Neuanfang im Job, Neuanfang in der Liebe, Neuanfang beim Wohnen. Mal sehen, was ich mit Tim auch noch verbessern kann. Es geht nochmal los. Yes! Ich bin zufrieden, am Leben zu sein. Dankeschön.